Pumping Lemma. Wir hatten das Pumping Lemma kennengelernt für L3. Da hatte ich Ihnen ja auch so eine Checkliste angegeben, wie man damit umgeht. Bei L3 war es, wenn ich Worte einer gewissen Länge habe, ja, und diese Länge, Wortlänge ist länger als der akzeptierende Automat an Zuständen hat, ja, dann wissen wir, dann muss ein Zustand mindestens zweimal durchlaufen werden. Und das heißt, wir können dann im Prinzip so ein Wort, was wir haben, da gibt es einen Teil, den wir beliebig oft in einem Wort verwenden können. Eine Eigenschaft von L3-Sprachen: für Worte einer gewissen Mindestlänge gibt es immer ein Teilwort, welches sie aufpumpen lässt. Ja, die Idee war eigentlich ganz einfach: ich bin in meinem Startzustand S0, komme dann in irgendeinen Zustand, nennen wir ihn mal SI. Irgendwann lande ich auch in einem finalen Zustand, SF. Ja, und wenn ich ein Wort habe, was länger ist, als der Automat Zustände hat, dann wissen wir, dann gibt es einen Zustand, der wenigstens zweimal durchlaufen wird. Ja, und wenn wir irgendwie ein Wort haben, Wort W, wenn die Wortlänge von W größer ist als die Anzahl der Zustände im Automaten, ja, dann muss das so sein, dann müssen wir W zerlegen können in X, Y, Z. Ja, und dann gibt es einen Zustand, der zweimal durchlaufen wird, das ist gerade dieser Zustand SI, dann lesen wir hier das X, hier das Y, hier das Z. Und die Aussage des Pumping-Lemmas ist dann, dass dann X, Y hoch I, Z, dass das in der Sprache drin ist für alle I. So, sowas Ähnliches gibt es auch für L2-Sprachen. Das ist nur ein bisschen komplizierter. Und wir legen das einmal auf und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Die Aussage ist die folgende. Ist ganz ähnlich wie bei diesem Pumping-Lemma für L3. Nur jetzt haben wir die Aufteilung ein bisschen anders. Und zwar teilen wir das Wort auf. Also jeder Kontextsprache L existiert wieder ein N mit, sodass für alle Worte größer als N existieren jetzt nicht drei Elemente, sondern fünf Elemente. Das Wort zerlegen wir in fünf Teile. U, V, W, X, Y. V und X sind nicht leer. V, W, X. Ja, der Mittelteil ist kleiner als N. So, und das, was ich aufpumpen kann, das ist hier das V und das X. Und die pumpe ich beide gleich auf. Also das, die Aussage ist, unter diesen Rahmenbedingungen liegt dann auch für jedes I das Wort U, V hoch I, W, X hoch I, Y in der Sprache L drin. So, warum ist das so? So, Ausgangspunkt ist, wir haben wieder eine, L ist eine unendliche Sprache. Die Grammatik liegt in Chomsky-Normalform vor. So, und die Idee ist jetzt eigentlich, erzeugt eine Grammatik, die ja auch immer nur endlich viele Variablen hat, eine unendliche Sprache. Ja, die Argumentation ist dann, dass dann irgendwann diese Variablen wiederholt vorkommen müssen. So muss es in der Ablenkung eines Wortes mit einer gewissen Mindestlänge. Also es muss wenigstens eine Variable geben, sodass wir eine Ableitung machen können. A lässt sich ableiten auf irgendwas, Alpha, dann wieder das A und dann kann wieder irgendwas anderes kommen, klein Beta. So, und wenn das der Fall ist, ja, dann können wir quasi diesen Ableitungsbaum, der sich daraus ergibt, auch beliebig oft machen. So, was jetzt hier spannend ist, wie lang muss die Mindestlänge für diese Wörter sein, sodass wir das garantiert sagen können? Und zwar, wie lang muss die Mindestlänge sein? Ja, damit die Tiefe des Ableitungsbaumes mindestens so lang ist, ja, wie wir Variablen haben. Und ja, weil dann können wir sagen, dass wir wenigstens eine Variable doppelt durchlaufen. Ja, wie sieht das aus? Wenn wir das mal angucken, wenn wir einen Baum haben, in dem jeder Knoten höchstens p Nachfolger hat, ja, bei einem binären Baum wären das zwei Nachfolger. Also wenn wir jetzt allgemein davon ausgehen, wenn wir einen beliebigen Baum haben, in dem jeder Knoten höchstens p Nachfolger hat, der die Tiefe t hat und klein b viele Blätter. So, was können wir dann aussagen? Dann wissen wir, dass die Anzahl der Blätter auf jeden Fall kleiner ist als p hoch t. Ja? Weil in jedem Schritt spannen wir halt maximal p viele Teilbäume auf. Ja, das ist eine Grenze für die Anzahl der Blätter. Da wir ja hier eine Chomsky-Normalform haben, haben wir hier, dass wir maximal zwei Nachfolger haben. Also wir haben binäre Bäume. So, und jetzt das Folgende gilt. Wir setzen einfach
maximale Wortlänge auf so 2 hoch Anzahl Variablen plus 1 und dann geben wir zur Sicherheit noch einen drauf plus 1. Dann wissen wir, dass auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt einfach diese Formel hier angucken, wenn wir wenigstens alle Variablen einmal durchlaufen sind, ja, dann können wir hier sicher sein, wenn wir also so viele Blätter haben. Ja? Und die Blätter sind ja sozusagen, ergeben ja gerade unser Wort, das, was wir erzeugen wollen, was wir aus dem Ableitungsbaum ablesen. Ja? Wenn wir also 2 hoch Anzahl Variablen plus 1 dann noch einen draufgeben, wenn wir solche Wörter der Länge nehmen, können wir eigentlich sicher sein, dass wenigstens eine Variable doppelt vorkommt. Das heißt, wir haben die folgende Situation. In unserem Ableitungsbaum, da hatten wir die Knoten irgendwie benannt, hier V0 bis V irgendwas. Ja, und jeder Knoten, der ist mit so einer Markierung versehen. Entweder steckt da ein Symbol dran oder er steckt halt eine Variable dran. Das heißt, wir haben eine Situation, dass wir hier die Markierung A dran haben, dass wir hier die Markierung A dran haben. Und das sind jetzt Variablen. Ja, und das ist sozusagen die Variable, die jetzt doppelt durchlaufen wird. So, wenn wir das einmal machen, wie hier gerade schon dargestellt, ja, wenn wir also hier hinkommen, dann kommen wir nochmal dahin, dann können wir das auch beliebig oft machen. Ja, dieses A, was wir hier haben, ja, auf das können wir die gleiche Ableitungsfolge nochmal anwenden. Und dann stände da halt A geht über nach Alpha, A, Alpha, das geht dann über nach Alpha, Alpha, A, Beta muss hier stehen. Und das können wir beliebig oft machen, sodass wir also da wirklich Alpha hoch I, A, Beta hoch I erzeugen können. Ja, und wenn man sich dann anguckt, was lässt sich aus diesem A ableiten? Ja, das ist sozusagen dieses Stück hier und dieses Stück. Ja, und dazwischen sozusagen die abschließende Ableitung von diesem letzten A, das ist dann dieses Teil hier. Ja, und das, was wir hier beliebig oft machen können, das und das, das ist hier gerade mit V gekennzeichnet, hier gerade mit X gekennzeichnet. Und das ist das, was wir hier gerade aufpumpen können. Ja, V hoch I, X hoch I. Also eine etwas andere Überlegung, aber letztendlich nach dem gleichen Prinzip. Wir gucken uns irgendwie an. Wenn wir Wörter einer bestimmten Länge haben, dann müssen halt in diesem Fall Variablen mehrfach vorkommen. Ja, und die können wir dann auch beliebig oft vorkommen lassen in diesem Ableitungsbaum.